Unter dem Titel Regionales Miteinander und nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe vergab die Raiffeisen Regionalbank Mödling Förderungen. Gerade rechtzeitig vor Weihnachten gab es Gelder für Projekte mit sozialem Charakter. Für die Sieger der Aktion war Weihnachten heuer schon ein paar Tage früher, denn die Preisträger wurden bereits vergangene Woche vor den Vorhang geholt. Wir haben heuer erstmalig anstatt Weihnachtsgeschenke ein Projekt gestartet, nämlich das regionale Miteinander, in dem wir Projekte aufgefordert haben, Projekte einzumelden. Es wurden 13 Projekte eingemeldet und von unseren Regionalratsvorsitzenden in den Ortschaften bei den Bankstellen gemeinsam mit dem Obmann und der Obmann-Stellvertreterin wurden hier 3 Projekte ausgewählt, die einen gewissen sozialen Charakter haben, die für unsere Region sehr, sehr wichtig sind und vor allem der soziale Aspekt ist hier sehr stark im Vordergrund gestanden. Der dritte Preis ging an das Rote Kreuz Brunn am Gebirge. Wir möchten das Geld nützen für Anschaffungen, für Sesseln, Tische, eben halt für den Wartebereich, für die Warenausgabe, genauso wie Kisten, Boxen, ja, Styroporboxen, eben halt Kühlakkus und Anschaffung eines Eiskastens. Den zweiten Preis erhielt ein innovatives Projekt namens Bobo Farm. Die Bobo Farm ist ein gemeinnütziger Verein und wir bauen Obst und Gemüse pestizidfrei an, rein biologisch, mit etwa 100 Mitgliedern, 100 Mitgliedsfamilien, wobei 30% der Mitgliedsfamilien mitmachen und für das, was sie machen, das Gemüse und das Obst einfach so mitnehmen. Und das, was wir an Übermengen haben, das können sich andere Mitglieder eben erwerben. Sieger ist der Hof Schwächertbach im Helenental, wo ein Projekt zur tiergeschützten Intervention am Bauernhof initiiert wurde. Der Hof Schwächertbach ist ein sozialpädagogischer Bauernhof. Bei uns arbeiten Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Kinderkrankenschwestern und Psychologinnen. Die haben alle eine Zusatzqualifikation in der tiergeschützten Intervention. Und wir betreuen eigentlich sehr viele verschiedene Zielgruppen, wie verhaltensauffällige Kinder, Menschen mit Behinderungen, Kinder, die eine chronische Erkrankung haben, aber auch Geschwisterkinder, psychisch erkrankte Kinder. Also unsere Zielgruppe ist sehr groß. Alle drei Projekte haben zweifellos regionale Bedeutungen. In unterschiedlichen Sinn, in unterschiedlichen Formen, aber alle drei sind sehr wichtig und genau in dem Sinne, wie vorher besprochen, nämlich, dass wir denen, die es brauchen, auch etwas geben können. Das muss nicht immer materiell sein, das kann auch ganz was anderes sein. Wir helfen den Institutionen, damit die sich leisten können, ideell weiterhelfen zu können.